grüßt euch und hallo, ich hoffe, euch geht's allen gut. Heute von mir auch von zu Hause aus ein Video über meine Sammlung. Ich würde es gar nicht Sammlung nennen tatsächlich in meinem Falle, weil ich wirklich gnadenlos aussortiere und wegschmeiße, was ich nicht verwende. Das heißt, es geht hier tatsächlich um, ja, sagen wir 95% um Pomaden, die ich auch verwende. Ja, ihr seht schon, mein 17 Jahre alter Kater, der will unbedingt mitmachen. Ich denke, eure Haustiere freuen euch auch, dass ihr alle zu Hause seid, weil da ist immer jemand da, auf dem man rumliegen kann oder mit dem schmusen kann. So, was habe ich denn hier jetzt so alles? Ich habe auch mal so meine Sachen mit aufgebaut, die ich generell unsere Pomade-Shop-Sachen oder Sachen, die ich verwende. Nicht nur meine Pomaden, aber meine Pomaden sind natürlich auch dabei. Und ja, wie der Andi schon in seinem Sammlungsvideo gesagt hat, wir haben natürlich Zugriff jeden Tag auf alle Pomaden, die wir im Shop haben. Das heißt, da können wir uns abends auch eine mitnehmen und auch mal schmieren, wenn es ist. Oder wenn ein Kunde uns eine E-Mail schreibt und sagt, hey, mit der Pomade habe ich das und das. Oder da gibt es irgendwelche Flakes, wenn ich das zusammen in der Kombination nehme. Das heißt, wir haben halt jeden Tag die Möglichkeit, die Sachen zu schmieren. Und das tun wir auch. Dementsprechend habe ich jetzt zum Großteil Sachen zu Hause, an die ich jetzt nicht bei uns rankomme, die aus den USA sind, die ich mir einfach selber bestelle, weil ich will natürlich gern wissen, wie die alle funktionieren. Weil wenn einer zu uns auch in den Laden kommt und mir erzählt, hey, ich habe eine Atlas-Pomade und hattest du was Vergleichbares? Klar, muss ich wissen, wie die funktioniert, aber zeige ich euch mal, was ich so da habe. Und zwar, wie ihr schon seht, Lockharts. Relativ gut vertreten. Also hier im vorderen Teil haben wir einmal die Goon Grease. hier in der Gary Brewer Kentucky Rumblers Brewgrass Edition. Drei Dosen habe ich mir da aus den USA gleich bestellt, nachdem ich die einmal hatte. Es ist mein absoluter Lieblingsduft. Die Goon Grease mag ich ja sowieso sehr, sehr gerne. Aber dieser Duft, ich hoffe, die wird irgendwann in Deutschland zugelassen. Ich bekomme sie auch hier, weil ich muss sie mir immer bestellen. Und es ist keine limitierte Edition, hoffe ich. Ich weiß es nicht genau. Aber dufttechnisch, boah, also könnte ich jeden Tag schmieren. Riecht wie so ein abgestandener Whisky, der schon die ganze Nacht auf dem Tisch steht. Irgendwie super. Also ich liebe den. Vielleicht kennt die ja der ein oder andere. Also ich finde die den Wahnsinn. Und dann habe ich hier noch eine normale Goon Grease. Darf natürlich nicht fehlen. Was haben wir noch von Lockharts hier stehen? Ich hätte hier noch eine Cellador Sex Machine, nennt die sich. Ziemlich abgefahrener Duft, ist eine wasserbasierte, wie ihr wisst, ich schmiere wasserbasiert nicht so gern. Ich rieche einfach gerne dran, das wäre jetzt so eine, die ich nicht aussortiert habe. Ist im Grunde die normale Paradox, die wir auch im Shop haben, aber mit einem abgefahrenen Duft. Dann habe ich die komplette Tarotkartenserie. Vielleicht der ein oder andere, der die kennt, weiß, dass die zum Großteil wasserbasiert sind, eigentlich nicht in mein Spektrum fallen. Ich finde die optisch so schön, dass das mit eins der wenigen Sachen ist, die ich dann sammle, aber kaum verwende, weil ich die jetzt alle nicht so prall finde oder nichts für meine Haare sind so richtig. Das wäre so die Atlas-Ecke, zwischendrin eine Stickmere, ist eine ölbasierte Pomade, auch handgemacht aus den USA. Ja, nichts Außergewöhnliches, würde ich sagen. Dann habe ich von Templeton Tonics, die Atlas-Pomaden. Die finde ich echt klasse. Düfte sind interessant. Was mich daran stört, ist, dass man den Duft drei Tage nicht mehr aus den Haaren bekommt. Aber vom Schmieren her eine schöne ölbasierte Pomade. Hier haben wir noch die White Whale, war so eine Sonderedition von Templeton. Und was super außergewöhnlich ist, die Boomtown Bay Rum Pomade. Schießpulver, Leder und Bay Rum Duft. Riecht wie diese Knallerstreifen von früher, diese 100er Pistolen, sensationell. Auch mit die, es tut mir leid an den Brauer, wenn ich das sagen muss, die schlechteste Pomade, die ich je in den Händen hatte, aber mit dem besten Duft, den es gibt, deswegen habe ich die nach wie vor. Ja, dann im hinteren Teil kommt dann, gut, habe ich noch das Mr. Bear Clay, das neue, auch ein super genialer Duft, geht so ein bisschen in die Richtung von der Brewgrass, wie ich gesagt habe, so ein bisschen dieses rauchig-ledrige. Die Clay-Pomade, dann kommen so die deutschen Homebrews nach hinten hin. Darf bei mir nicht fehlen eine Chrissys Küstenwind, wie ich ja schon öfters in Videos gesagt habe. Dann habe ich von Womanizer eine Rich Boy zu Hause und zwei Sondereditionen, die zu Weihnachten und zu Halloween rauskamen. Die gibt es immer bei Womanizer auf der Homepage zu erwerben, wenn diese Sondereditionen sind. Dann ganz klar Pompis. Wisst ihr ja auch, das sind so meine Lieblingspomaden. Ihr seht schon die schwarze, die weiße kennt vielleicht nicht jeder. Die weißen sind immer Sondereditionen, die da Henry in dieser pomadesüchtigen Gruppe dann in kleinen Auflagen macht. Das ist jetzt die mit dem Whisky-Duft. Sensationell, ihr seht, ich stehe so ein bisschen auf diese Whisky, auf diese rauchigen Düfte.
Auch ganz, ganz klasse. Ich hoffe, er braucht die bald mal wieder, weil die wird schon langsam zur Neige. Dann habe ich vom Flo, ja, von unserem Grafiker auch die Yeehaw-Pomade. Ihr seht, Heavy Prototyp. Hat er für mich extra eine Feste mal gemacht. Ja, schön. Freut mich. Werde ich in Ehren halten. Dann hätte ich noch von unserem Mitarbeiter Manuel Dorsch, die Big in Japan. Ist ja unsere Aushilfe mit dem Laden, der auch Pomade kocht. Ich auch einen sehr, sehr schönen Duft, geht ja auch in das Ledrige. Dann, ja, ich habe eine Dapper Dan zu Hause, Flo. Schäm dich. Ich habe eine Medium zu Hause. Eine der besten Mediums, die es gibt für mich. Dementsprechend habe ich sie zu Hause. Klassiker Black and White, wie ihr seht, ohne Label. Die ist eventuell mal vom LKW gefallen, auch keine Ahnung. Dann habe ich hier hinten im Eck ganz seltsame Sachen. Ich weiß gar nicht, warum ich die noch habe, die ich nicht aussortiert habe. Die Greaseless, ja, ist so die erste UWB, die wahrscheinlich auf den Markt gekommen ist. Die, ja, keine Homebrew, Wave and Fates, Duke. Weiß ich gar nicht mehr, warum ich die habe. Riechen seltsam, keine Ahnung. Ist nicht meins, aber ich habe sie zu Hause. Dann eine Sheer Revival habe ich noch zu Hause. Die restlichen habe ich abgegeben. Die haben mir auch alle nicht so zugesagt. Eine habe ich noch, die Crystal Lake, die ich ganz gerne mag. Dann seht ihr hier oben schon drei Dosen Nostalgic. Ist die Oil Base, die klar ölbasierte Düfte. Klasse bei Nostalgic. Würde ich mich auch freuen, wenn die vielleicht irgendwann mal eine Zulassung in Europa bekommen könnten, würden. Wäre schön. Finde ich auch tolle Pomaden. Dann, ja, ihr seht schon, es steht keine Murray Superior dabei. Wie ich ja immer sage, auch eine meiner Lieblings. Ich habe jetzt hier die Voodoo Brew. Das ist immer so meine Alternative, wenn ich keine Murray Superior zu Hause habe. Eine von beiden habe ich immer daheim, muss sein. Ja, dann im oberen Teil seht ihr schon so die Düfte und Hair Tonics, die ich verwende. Und Bartöle, Bürste darf natürlich nicht fehlen. Dann habe ich noch, ja, das ist schon meine bescheidene Sammlung, in Anführungszeichen. Ich weiß nicht, ob man Sammlung schon durchgehen lässt. Tatsächlich den Großteil in Benutzung, wenn ich Lust drauf habe, wenn ich mal keine bei uns geschmiert habe. Was ich noch habe, ist ein besonderes Ding, und zwar, das traue ich mich einfach nicht anzufassen, ein Lucky 13, ja, das hat der Flo ja auch eine Pomade, die White Lightning hat er, glaube ich, zu Hause gehabt und gezeigt. Das ist das Shampoo dazu. Und dieser Duft von diesem Shampoo, der ist so perfekt. Also das ist für mich das ultimative Shampoo. Der Flo hat, glaube ich, vor einem halben, dreiviertel Jahr in der Schweiz noch einen Laden gefunden, der das Shampoo tatsächlich noch hatte, und wir haben alles bestellt, was noch da war. Das ist jetzt meine letzte Flasche, und ich weiß nicht, ich kann die nicht angreifen. Sensationell, wenn man die leer macht, im Hintergrund ist ein Label mit einem Pin-Up-Girl, wo immer ein anderes drin ist. Super witzig. Schade, dass Lucky 13 nicht mehr gibt, aber mei. So ist es halt, ja. So viel zu meiner Sammlung. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es war irgendwas Überraschendes für euch dabei, was ich auch zu Hause habe. Und dann, ja, bleibt alle gesund. Ich freue mich, wenn wir uns dann mal wieder im Laden sehen und ja, nicht nur zu Hause rumsitzen können, aus dem Homeoffice und von zu Hause. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald mal wieder, Alex. Servus.